Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Review von Transformers Generations Megatron. Megatron kommt genauso wie Orion Pax, Bumblebee und auch Trailcutter in der 30-Jahres-Edition. Eine sehr schicke Idee von Hasbro. Diese Version, die ich hier habe, ist unter anderem momentan, genauso wie auch Trailcutter und die anderen beiden genannten Figuren, bei Toys R Us zu finden. Megatron kommt daher als wunderschöner Stealth Bomber. Klein, aber fein ist hier die Devise. Sehr schön. Erinnert sehr stark an eine Figur, die es damals zur Movie 2 Line gab. Auch ein Stealth Bomber, ein kleiner, eher eine Drohne. Hier allerdings ist Megatron keine Drohne, sondern wirklich ein reiner Stealth Bomber. Sehr edel gehalten. Unten sehr schlicht gehalten. Man sieht die Arme, die Beine. Ja, er hat ein Fahrgestell zum Ausklappen. Und ansonsten sind hier nur die Räder quasi, im Guss mit vorhanden, aber nicht wirklich drehbar. So, kommen wir als erstes mal zur Packung. Genauso wie bei den anderen 30-Jahres-Edition kommt Megatron mit einer sehr schicken, comicartigen Aufmachung für die ganze Box. Man sieht hier sehr schön seinen Plasma-Rifle. Hinten ist Megatron schön zu sehen in seiner Roboterform und seiner Stealth-Bomber-Form. Und er hat die Devise, wurde ein Tyrann anstelle eines Helden. Ja, wie man das auch nimmt. Die Entscheidung hatte er nicht wirklich. Megatron wollte schon immer die Macht an sich reißen. So, kommen wir wie gesagt mal zu Megatron selbst. Megatron ist ein Modell, man kann es lieben, man kann es hassen. Es lässt sich sehr schlecht verwandeln, hängt, man sieht, überall bilden sich kleine Öffnungen, muss immer wieder neu positionieren. Nicht so schön, aber ja, vielleicht ist es bei anderen Modellen anders und ich habe eine Montagproduktion. Das muss man halt mal sehen. Ja, das, ihr könnt es vielleicht jetzt nicht sehen, aber das Modell ist in einem lila Grauton gehalten. Es hat überall kleine Glitzerpartikel mit in dem Material enthalten. Ja, vorne, das ist nicht wirklich ein Silber, es ist eher so ein lila Silber. Genauso hier an den Turbinen. Rote Scheiben. Ja, und hier auch nochmal zwei Einlassdüsen. Ansonsten ein sehr schönes Modell. Ja, kommen wir mal zur Verwandlung. Die Verwandlung ist sehr schnell gemacht. Es gibt zwei, drei Ecken, die ich leider bei der Figur hasse, was die Verwandlung angeht. Aber ansonsten sehr schön. Sehen wir aber gleich. So, zum ersten werden die Kanonen abgenommen. Dazu nimmt man die äußeren beiden Flügel ab. Hat man das Mittelstück. Quasi wie ein Fünfeck. Ja. So, die Verwandlung ist in dieser Form relativ simpel. Man trennt die beiden Arme ab. So. Ich würde sie jetzt nach oben drehen. Ist für die Verwandlung erstmal einfacher. So, anschließend werden die Beine herausgetrennt. Dazu aber bitte Vorsicht. Hier oben ist ein kleiner Pin und hier unten ist ein Pin. Rum, sehen hier oben und einmal unten. Der Pin hier unten wird hier unten eingesteckt, der andere hier oben in die Turbine. Bitte Vorsicht beim Abnehmen, es kann sehr schnell passieren, dass man diese Pins abbricht. Deswegen bitte vorsichtig sein. So, anschließend einmal das Bein rumdrehen, auseinanderklappen. Automatisch klappt hier dieser Schienbeinschoner mit ab. Einmal rumdrehen. Und den Fuß rumklappen. So. Jetzt hat sich natürlich hier ein Hohlraum gebildet. Wie ich auch in anderen Video-Reviews im Internet gesehen habe, gibt es natürlich die Möglichkeit, den Fuß hinten zusammenzuklappen. Muss nicht, kann aber. So, das gleiche machen wir mit dem Fuß. Erstmal lösen. Und rumdrehen. So,
Dadurch kann man das Bein dann hier unten anwinkeln, quasi von der D-Position. Dann einmal so. Den Fuß unten zusammen, hinten zusammendrücken. So, jetzt hat man hier die Hüfte. Bei der Hüfte gibt es hier so ein Double Joint. Bitte hier unten einmal nach unten, so weit wie es geht. Das ungefähr es abschließend ist mit diesem Pin. So. Man sieht hier schon den Kopf von Megatron. So, jetzt kommt der schwierigste Teil, den ich auch dementsprechend, ja, verabscheue. Also, einmal so umklappen, dass der Kopf hier oben schon rauskommt von Megatron. So, und jetzt die Schultern. Einmal lösen, Nummer 1, und lösen, Nummer 2. Jetzt hat man hier unten Gelenke. Diese Gelenke müssen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ziemlich im geraden Winkel nach oben zeigen. Ansonsten kann man das Cockpit nicht rumklappen. So, das Cockpit jetzt rumklappen. Wenn, ein bisschen zur Seite drehen die Gelenke, dass es dann klappt. So, dann rumklappen. Dann sieht man hier oben schon das Decepticon-Symbol, was zum Vorschein kommt. So, die Schultern kann man hier in der Mitte öffnen. Dann ist hier ein Pin und hier ein Pin. Dann hakt man hier oben die Schulter ein. Ebenso hier. Lösen und einhaken, bis es knackt. So, dann ist es jetzt soweit zusammen. Dann den Kopf hier oben rauslösen, dass er zum Vorschein kommt. Und das Cockpit, wie gesagt, richtig rumklappen. Jetzt ist hier unten im Cockpit, unter dem Cockpit ist hier eine U-förmige Halterung. Und unten ist das Laufwerk, oder besagt das, ja, das Fahrwerk. Das Fahrwerk wird quasi hier eingehakt. Immer vorsichtig sein. So, bis jetzt fest ist. Ich zeige es nochmal. Hier unten einhaken. Klappt nicht immer auf den ersten Schritt. Muss dann nochmal probieren. Das ist dieser Teil, den ich meinte, den ich nicht mag. So, jetzt ist es fest. So, jetzt die Arme einmal rumklappen. Die Schultern nach oben winkeln. So. Hier hinten die Flügel aufklappen. So. Ebenso hier. Einmal nach oben klappen. So. Und schon hat man Megatron fast verwandelt. So. Jetzt einmal die Arme drehen, dass das graue außen ist. Vorne winkeln und die Hand nach außen drehen. Ebenso hier. So. 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 Und da haben wir schon Megatron in seiner verwandelten Form. Ja. So. Die Flügel sind leicht zu verwandeln, haben ein kleines Gimmick in Intus. Zeige ich euch gleich. Aber erstmal hier schauen. Einer hat hier oben einen Griff, der wird ausgeklappt. Anschließend ist hier ein Loch, hier ein Pin und hier das Gegenstück. Das heißt, das so miteinander verbinden und verhaken. Das so aussieht. So, dann dreht ihr es einmal rum. Und jetzt gibt es ein kleines Feature, was ich sehr liebe an dieser Figur. Hier oben diese Finnen. Einmal nach außen klappen. Ich zeig's mal langsam. Die Waffe fährt automatisch aus. So, schon hat man Megatrons Blaster. Jetzt kann man ihm entweder in die Hand geben, was ich nicht so schön finde, oder, wie es eigentlich vorgesehen ist, hier oben am Arm befestigen. So. Und schon habt ihr Megatron mit seiner Waffe.
Megatron sieht stattlich aus in seiner Roboterform. Auch sehr kräftig, sehr muskulös. Ja, das Einzige, was mich an dieser Figur nervt, sind diese S-förmigen Slots hier oben. Ja, dadurch hat er nicht so einen wirklichen Halt, aber nun gut, man kann alles möglich machen. Die zu den Gelenken. Megatron hat keine Handgelenke. Er kann höchstens die Hand ein- und ausfahren. Hat Ellenbogengelenke. Kann den Arm hoch runter bewegen. Kann ihn seitlich bewegen. Und kann ihn nochmal hochklappen. Der Kopf ist auf einem Balljoint. Er kann nach vorn, nach hinten, links, rechts, wie auch immer, kann gedreht werden, alles möglich. Die Hüfte hat leider kein Gelenk, das heißt, sie lässt sich nicht drehen. Die Schenkel haben einmal ein Gelenk, die Knie haben ein Gelenk, die Füße haben jeweils ein Gelenk. Dadurch ist es schon möglich, eine schöne Kampfhaltung quasi zu finden. Persönlich, meine liebste Kampfhaltung ist, ups, die Schulter hat sich gelöst, wenn er den Arm ausstreckt, so, Kopf nach rechts winkelt, als wenn er feuern will, und quasi direkt ausholt zum großen finalen Feuerschlag. Ja, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde, Megatron ist eine sehr schöne Figur, auch wenn es sehr große Probleme bei der Verwandlung gibt und auch ja, beim Standvermögen quasi, weil sich die Beine hier hinten immer wieder verselbstständigen. Muss immer das hintere Huf, wie auch immer, nach unten winkeln, dann hält's. Ja, eine sehr schöne Figur. Ich würde sagen, ich würde ihr, ja, wenn sie fertig verwandelt ist, egal in welcher Form, volle 10 Punkte geben. Von der Beweglichkeit, ja, bin ich zwiegespalten. Ich würde mal sagen, 7 von 10 Punkten. Die Waffe kriegt von mir 9 von 10 Punkten. Leider nur 9 Punkte, weil sie halt auch mal sehr gerne auseinanderfällt. Was nicht so schön ist. Ja, ansonsten von der Farbe, von der Farbgebung, von dem Logo, von allem drum und dran, finde ich, sieht Megatron sehr düster aus, schön aus, absolut zu empfehlen. Momentan zu haben bei Toys R Us. Ich habe sie bekommen für 14,98 €. Wer weiß, wie lange noch. Momentan, wie ich es schon in anderen Reviews erwähnt habe, versucht natürlich Toys R Us die Lager zu leeren. Ich kann es nur jedem empfehlen. Greift zu, solange ihr könnt. Wenn ihr sie importiert aus den USA, zahlt ihr locker das Dreifache. Ja, so viel dazu. Kritik und Wünsche gerne in die Kommentare. Ich versuche darauf hineinzugehen. Und ja, ich wünsche euch noch was. Euer Raxfor.